Fein säuberlich zerlegt und verpackt hat das Karussell seinen Weg von München nach Würzburg angetreten. In der Residenz wird es nun wieder aufgebaut. Das etwas größere Kinderspielzeug ist Teil einer neuen Ausstellung. Die Ausstellung heißt So wohnte der Großherzog, die vergessenen Empiremöbel der Residenz Würzburg, und zeigt eben einen ersten kleinen Teil des Möbelbestandes, den sich Herzog Ferdinand von Toskana damals für die Würzburger Residenz beschafft hat, als er es ja hier für sich und für seine Familie neue Wohnräume eingerichtet hat. Zur Einrichtung gehören auch diese Teile des Karussells, das in seiner Gesamtheit nun dauerhaft nach Würzburg zurückkehrt. Für seine drei Kinder hat es der Großherzog Ferdinand von Toskana um 1810 anfertigen lassen. Jetzt wird es Schritt für Schritt restauriert. Als erstes wird es oberflächlich gereinigt, vom Staub der Jahrzehnte befreit. Zum Glück ist eben das Karussell relativ gut erhalten, aber wenn die Restauratoren dann schon mal die Gelegenheit haben, aus der Nähe einen Blick drauf zu werfen, dann zeigen sich doch immer Schäden. Natürlich sind schon früher Ausbesserungen gemacht worden. Die beiden Pferde sind also aus Vollholz geschnitzt und da gibt es Schwundrisse. Die sind zum Teil schon mal ausgebessert worden, zum Teil haben sie sich wieder geöffnet, die müssen dann ausgespäht werden. Das gut erhaltene, 200 Jahre alte Karussell gilt als Rarität. Doch die Einrichtungsgegenstände aus dieser Zeit sind auch einen Blick wert. Die sogenannte Schwanengarnitur und viele weitere Möbelstücke werden Teil der neuen Ausstellung sein. Gewagte Farbkombinationen erwarten den Besucher. Ja, wir wundern uns heute und reiben uns die Augen, wenn wir die normalen Farben sehen, also sprich die Farben, die nicht verblasst sind. Die meisten Stoffe aus der Zeit, wenn die benutzt wurden, sind ja vollkommen verblasst. Und das sind doch ganz erstaunlich kräftige Farben. Ein kräftiges Lila, ein kräftiges Rot, ein Himbeerrot. Also heute würde man sich, glaube ich, kaum trauen, so tief in den Farbtopf zu greifen. Aber genau das wollen wir hier zeigen, dass eben das eine sehr farbenfrohe Zeit war. Gerade auch was die Innenausstattung von repräsentativen Räumen betroffen hat. Zu sehen sind die außergewöhnlichen Einrichtungsstücke ab April in Würzburg. Bis dahin wird auch das Karussell in seiner ganzen Schönheit zu bestaunen sein. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.